Es wird ein bisschen kälter und das Gute daran ist, dass die Glühweinsaison angefangen hat. Und Gesche, du hast uns was ganz Besonderes mitgebracht, oder? Genau, das absolute Trendgetränk in diesem Winter ist Glühgin. Und den werden wir jetzt mit euch einmal zubereiten und testen. Viel Spaß! Es geht los. Wir brauchen Gin, wichtigste Zutat, und zwar 300 Milliliter. Das messen wir auch brav ab. Nicht, dass er nachher zu stark oder auch zu schwach ist. Nein, weder noch. So. Was kommt dann? 500 Milliliter Orangensaft. Den hast du schon vorbereitet, auch praktisch im Messbecher. Und jetzt wird es nämlich ganz verrückt. Jetzt brauchen wir den Saft einer Zitrone. Achso, dann wird es noch nicht verrückt. Nee. Eine Zitrone auspressen. Dazu kommt noch ein Liter Apfelsaft. Am besten nimmt man da naturtrüben Apfelsaft. Also den Saft einer Zitrone in die Mischung. Genau, und jetzt kommt die absolute Geheimzutat. Jetzt nimmt man noch Gingerbier. Das ist Ingwerbier und das ist alkoholfrei. Das kommt noch dazu. Wie viel brauchen wir da? Wir brauchen 500 Milliliter Gingerbier. Wo hast du es gekauft? 03. Wo bekommt man das? Das habe ich tatsächlich nur bei Famila bekommen. Und ja, ich bin auch dreimal hingefahren, weil es immer ausverkauft war. Das scheint sehr begehrt zu sein. So, wir haben jetzt eigentlich alles soweit fertig, um das Ganze zu erhitzen. Und danach fehlt noch was, oder? Ganz am Ende werden wir noch Orangenscheiben dazugeben, Zimtstangen, Sternanis und Gewürznelken. Und dann muss das Ganze noch eine halbe Stunde ziehen. Und ich glaube, dann wird das auch richtig schön weihnachtlich. Genau. Und bloß nicht kochen lassen. Genau, sonst geht der Witz verloren. Alle Zutaten sind drin. Ich bin total gespannt. Jetzt geht's an den schönsten Teil, das Probieren. Prost! Prost! Oh, richtig gut. Oh, sehr gut. Sehr, sehr lecker. Das trinke ich diesen Winter. Das lohnt sich. Also, macht es nach. Super Rezept. Zum Wohl. Und wir melden uns in Zukunft wahrscheinlich mit noch mehr Rezepten, oder? Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.